Glamouröser impfen geht kaum. Am Donnerstag durften sich Impfwillige im Nationaltheater in München ihren Peaks abholen. Egal ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung. Im Kaisersaal in der Bayerischen Staatsoper wurden dafür insgesamt 6 Impfkabinen aufgebaut. Also eigentlich hätte ich mich schon lang boostern lassen, weil ich wurde schon im Sommer zweit geimpft. Aber dann hatte ich es leider im November, obwohl ich vorsichtig war, immer Maske und Abstand und so weiter. Aber man kann es halt nicht beeinflussen, irgendwo kriegt man es halt dann. Und jetzt musste ich die 3 Monate nach der Infektion abwarten und das hat jetzt gerade terminlich so super gepasst und dann in dem Ambiente ist halt wunderbar. Ich gehe gern und oft in die Oper und dann komme ich halt hier auch mal zu einem anderen Anlass hin. Als Deutschlands wohl majestätischer Ruheraum dient einer der prunkvollen Säle des Nationaltheaters. Geimpft wurde nur am Donnerstag von 9 bis 15 Uhr. Unter anderem das Wissenschafts- und Kunstministerium Bayerns hat die Aktion ins Leben gerufen. Jede Impfung hilft, dass wir in die Situation der Normalität zurückkommen. Und deshalb haben wir jetzt auch schon mehrere Aktionen gestartet. Wir waren im Sommer bei den Studentinnen und Studenten. Wir waren im Winter in der Pinakothek der Moderne. Heute sind wir hier in der Oper, um eben auch verschiedene Menschen an verschiedenen Orten zu erreichen und vielleicht auch die Hemmschwellen, die der ein oder andere hat, abzubauen, mitzuhelfen und einfach möglichst viele zu erreichen. Denn jede, die geimpft ist, helfen uns, einfach diese Krankheit und diese Infektion zu besiegen. Impfaktionen an besonderen Orten sollen noch weitere kommen. Glamouröser als im Nationaltheater wird aber vermutlich schwierig.